Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich habe jetzt seit guten 2 Monaten bei mir auf dem Lack das Fusoco drauf. Und in den 2 Monaten habe ich jetzt ca. 4000 Kilometer mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Und ja, ich bin aktuell immer noch sehr begeistert von dem Fusoco. Aber nach über 2 Monaten und ca. 4000 Kilometer gefahren, würde ich mal sagen, machen wir mal ein kleines Update zum Fusoco und schauen uns mal an, wie das Beading-Sheeting-Verhalten jetzt nach 2 Monaten ist. Ja, schauen wir uns nun also mal an, wie das Beading-Sheeting-Verhalten nach 2 Monaten, also nach etwas über 2 Monaten und gut gefahrenen 4000 Kilometern jetzt ist. Das heißt, Beading-Sheeting, wir schauen uns einmal an, wie das, wie die Wasserperlenbildung aussieht und auf der anderen Seite auch, wie das Wasserablaufverhalten ist. Und jawohl, schau euch das mal an. Mit ein paar Sprüher genügen schon und da bildet sich auf jeden Fall, da bilden sich ganz viele Perlen. Gefällt mir jetzt vom Aufsprühen sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt noch mehr drauf sprühe, schaut euch mal an, wie das abläuft. Also sehr, sehr stark. Ja, also da ist auf jeden Fall immer noch ein sehr starker Schutz auf dem Lack gegeben. Gefällt mir richtig gut, was ich hier sehe. Ne, und ihr könnt super sehen, auf dem Lack, die Perlenbildung ist sehr, sehr stark und das Wasser wird danach auch vom Lack verdrängt. Das heißt, es bilden sich kleine Flüsse, die vom Lack runterziehen und so muss das sein. Und dafür, dass das Fusoco jetzt ja auch schon circa 2 Monate hier drauf ist, finde ich, dass das doch immer noch sehr, sehr stark ist. Denn bei einer realistischen Standzeit von ungefähr, ich sag mal 10 Monate, die das Fusoco auf dem Lack drauf bleibt, haben wir nach 2 Monaten jetzt auch schon 1/5 davon erreicht. Und dafür, dass 1/5 erreicht ist, ist das für mich immer noch absolut ein sehr starkes Beading-Sheeting-Verhalten hier. Und ja, wie eben schon erwähnt, ich bin absolut begeistert von dem Fusoco. Ist ein sehr starkes Wachs und gefällt mir richtig gut. Und ja, so viel zu dem Update. Wenn ihr noch dazu Fragen habt, einfach schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und schaut euch mal an, wie das hier perlt. Gefällt mir richtig gut. Von daher, denkt an die Autopflege und bis zum nächsten Mal. Ciao.